Virtual Reality, Trainingsplanung mit künstlicher Intelligenz und eine farbige Stoffmatte. Also für mich, Benny und Tobi, seid ihr wirklich eine der kreativsten und innovativsten Köpfe in diesem ganzen Fußballmarkt in Deutschland. Und Alex und ich sind natürlich tierisch gespannt jetzt heute, was wir erwarten dürfen. Wir wollen natürlich abchecken einerseits, wie kann das möglicherweise mit Soccer Kinetics harmonieren und vor allem natürlich, was ist für dich als Zuschauer, als Spieler oder als Trainer drin? Viel Spaß mit dem Video. Ja, Benny, Tobi, herzlich willkommen bei uns. Freut mich riesig, dass ihr da seid. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Magie drin in dem, was wir heute gemeinsam besprechen, erarbeiten werden. Zumindest hoffe ich das. Ich hätte aber die erste Frage direkt mal an Alex hier drüben. Was hast du dir eigentlich gedacht, als ich damals auf dich zugekommen bin und gemeint habe, da sind wirklich zwei spannende Jungs, die sich mit Virtual Reality im Training beschäftigen? Also als erstes musste ich dran denken, dass ja der Alex Zverev, der Tennisspieler mit dem Lars Lienhardt, ja der Namensgeber vom Neuroathletiktraining Deutschland, dass sie da auch schon was machen. Und ich dachte mir, ja, hey cool, da bin ich offen, das interessiert mich, was kann man da machen? Ich meine, wir sagen ja immer, wir machen neurozentriertes Fußballtraining. Und wenn ich dann die Virtual Reality Brille habe und da in meiner Wahrnehmung oder in meiner Kognition arbeiten kann, dann finde ich, ist es eine spannende Sache. Und ich meine, wir haben ja auch immer den Anspruch an uns, dass wir sagen, hey, wir wollen wirklich hier am Cutting Edge vorne mit dabei sein. Alles, was hier so passiert, Sportwissenschaft, Bewegungswissenschaft, Hirnforschung, die ganzen Player, Markt, was da geht. Wir wollen da einfach immer mit dabei sein, dass wir unseren Usern, unseren Trainern, Spielern einfach auch einen maximalen Mehrwert bieten können. Und von daher war ich offen interessiert und habe auch gleich mal gegoogelt. Sehr gut, geil. Ja, Benny, ihr habt gleich zwei Firmen dafür gegründet, die sich wirklich dann vollumfassend einmal mit dem Thema Virtual Reality, einmal mit dem Thema First Touch beschäftigen. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie ihr da so strukturiert seid und was ihr euch dabei ja letztlich auch im Grundgedanken so, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, auch gedacht habt. Also grundsätzlich kommt ja alles aus einem Guss, alles aus einer Philosophie heraus, aus einer Praxiserfahrung von uns als Trainern, die wir die letzten 10, 15 Jahre sammeln durften, vor allem im Übergangsbereich zu den Profis dann. Aber für die Themen, die natürlich grundsätzlich unterschiedlich sind, brauchen wir auch verschiedene Expertenteams und deswegen in zwei verschiedene Companies aufgeteilt. Okay, lass uns vielleicht mal mit der einen anfangen, wo du das Stück, um das es hauptsächlich geht, schon in den Händen hältst. Thema Virtual Reality. Was war der Gedanke hinter dieser Firma, dieser Trainingsmöglichkeit letztlich für Fußballer? Der erste Gedanke war, Scanning und Orientierung trainierbar machen zu können und analysierbar machen zu können, weil das auf dem Platz einfach schwierig möglich ist. Man hat einen Kader von 25 Jungs, man macht Spielformen, versucht Situationen zu kreieren, in denen Orientierung und Scanning notwendig wird, aber man hat nie diese Handhabe oder diesen Blick in den Spieler rein, was sieht er wirklich, wo sieht er, er kann sich durch seine Positionierung seine Schokoladenseite suchen. Und grundsätzlich war der Gedanke erstmal gar nicht Virtual Reality, sondern wir haben ein Konzept entwickelt, wie kann man das Ganze ausbilden, wie kann man es analysieren und haben dann auf dem Weg ein Medium dafür gefunden. Das war oder ist Virtual Reality. Okay, cool. Und das heißt, das Tool kann auch letztlich nicht nur die virtuelle Realität abbilden, sondern auch gleichzeitig deine Trainingsplanung gestalten, Tobi, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, du hast einerseits ein Analyse-Tool, wie der Benny gerade gesagt hat, wo du wirklich in verschiedenen Scan-Ranges schauen kannst, hat der Spieler dort Stärken, Schwächen und filterst dann raus, ist er über die linke Seite, über die rechte Seite stabiler in seinen Beschleunigungen, bekommt dann schnelleres Bild und ist er präzise in seinen Entscheidungen. Und dann haben wir eine künstliche Intelligenz dahinter entwickelt, die dann abgestimmt auf seinem Scan-Profil eben Trainingseinheiten mitgibt. Und so balanciert er dann sein Scan-Profil immer weiter aus. Ja. Alex, wie matcht das aus deiner Sicht so mit unserem Grundgedanken von Training? Also hört sich ultra cool, ultra spannend an. Wir sind jetzt auch schon im Kopf die ersten Fragen gekommen. Vielleicht um da irgendwie tiefer drauf einzugehen auf deine Frage. Also grundsätzlich, was du gesagt hast, Scanfähigkeit, Wahrnehmung sind natürlich auch Punkte, die bei uns mega, mega wichtig sind. Wie sieht es denn aus, wenn der Spieler die Brille aufhat? Bewegt er sich auch mit der Brille? Oder ist es im ersten Step erstmal, dass er die Brille aufhat, er ist statisch und dann bekommt er eben irgendwelche Punkte angezeigt, die er entweder wahrnehmen kann oder nicht? Also
Was verbirgt sich dahinter? Gib mal noch ein paar Insights, was da abgeht, wie das abläuft. Tobi. Also du kannst dir so vorstellen, du hast am Ende hast eine ganz einfache Aktion. Also du schlägst vor dir einen Ball aus. Das war uns ganz wichtig, dass du da keine Kapazitäten wegnimmst. Also die Aktion darf nicht komplex sein. Weil wir wollen den ganzen Prozess davor, den wollen wir richtig aufladen und mit Reizen versehen, um den richtig komplex werden zu lassen und rausfiltern zu können, was läuft davor. Aber hat der Spieler auch einen Ball am Fuß dann? Der Spieler hat keinen Ball am Fuß, er hat nur die Brille auf, hat zwei Controller in den Händen. Und dann geht es letztendlich darum, wir haben eine Welt um ihn herum kreiert, also eine Stadionumgebung, eine Fanatmosphäre, wo wir ihn mit verschiedenen Reizpaketen füttern. Und es tauchen Spielsituationen um ihn herum auf. Und jetzt muss er die schnell und präzise auslesen. Also jeder Scan hat bei uns eine Relevanz. Es ist immer wichtig, sieht der Spieler richtig und sieht der Spieler schnell. Und dann hat er am Ende eine einfache Aktion. Also das heißt, er bewegt sich dann aber schon, indem er mal eine Drehung nach rechts und nach links macht oder ein, zwei Schritte nach vorne geht? Das sind hauptsächlich Rotationsbewegungen von Kopf und Körper, die stattfinden, aber ansonsten ist er statisch. Okay. Und das nur für euch als Zuschauer ganz wichtig, wir blenden euch jetzt gleich direkt mal Teil 2 oben ein, wo wir die Virtual Reality Brille dann in der Praxis getestet haben mit 3 bis 5 Übungen. Schauen wir mal, was wir nachher sehen. Und mich würde mal interessieren, Tobi noch, seht ihr das als Erweiterung im Training oder glaubt ihr, dass man wirklich Teile vom Training irgendwann damit mal ersetzt? Also wir sehen es als Ergänzung zu dem, was auf dem Feld stattfindet. Weil wir können dir so detaillierte, komplexe, wir nennen sie mal Loop-Erfahrungen kreieren. Also ein Loop heißt bei uns Informationen aufnehmen, interpretieren, eine Entscheidung treffen und dann eine einfache Aktion am Ende. Und solche vielfältigen, komplexen Loop-Erfahrungen, die kannst du auf dem Trainingsfeld eigentlich nur in 11 gegen 11 Situationen kreieren, so wie du sie am Wochenende im Spielfeld hast. Und wir können dir innerhalb von 6 bis 8 Wochen einfach mal so an die 4000 Loops mitgeben, wenn du 3 bis 4 Mal in der Woche mit unserer Anwendung trainierst. Cool. Deswegen ist es eine optimale Ergänzung in dem Skill, weil du so präzise auf dem Feld mit dem einzelnen Spieler nicht an dem Skill arbeiten kannst. Also du kannst ihm nicht so komplexe Spielsituationen und Reize um ihn herum entwickeln in dem Skill. Und nicht in der Wiederholbarkeit dann natürlich auch. Ja. Aber und was man dazu noch sagen muss, du hast ein Training, das ist maximal kurz, 10 bis 15 Minuten am Tag. Und hat halt keine physische Belastung für dich. Also unsere Anwendung dreht sich immer um den Spieler, der steht im Zentrum. Es ist keine Mannschaftsanwendung, sondern wirklich eine individuelle Anwendung. Und jeder Spieler kann die individuell in den Alltag packen, wie er oder sie es gerade haben will. Spannend, ja. Wenn du sagst, jeder Spieler, wie kann ich mir das aktuell in der Praxis vorstellen, wenn ihr mit den Spielern arbeitet? Sind das aktuell ausgewählte Spieler oder ist das schon irgendwie für die breite Masse zugänglich? Wie plant ihr das auch für die Zukunft? Also momentan ist es so, dass wir mit rund 50 Profispielern und Top-Talenten aus den NLZs zusammenarbeiten. Und mit uns zwei. Und mit euch zwei, natürlich. Ihr seid jetzt quasi die Kronjuwelen unserer Anwendung. So schaut's aus. Und öffnet es aber nach und nach auch in die Breite. Das Schöne ist, an so einer Virtual Reality Software, in Anführungszeichen, die kann man auch modular aufbauen. Das heißt, man kann Pakete für verschiedenste Gruppen bilden und bauen. Genau. Stark. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so Stand jetzt, erster Eindruck, dass es wirklich, wirklich in die breite Fußballwelt auch rausgehen kann. Für mich scheitert es dann immer wieder, aber an diesem teuren Tool. Wie managt ihr das? Wie stellt ihr das zur Verfügung? Kommt die Brille dann von euch oder legt sich der Spieler die selber zu? Oder? Also die Brille kommt nicht von uns. Wir machen nur die Software und unterstützen dabei die Brille zu beschaffen und dann die Brille dementsprechend einzurichten, in Anführungszeichen. Und der Spieler hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder er kauft sich die Brille und die Brillen werden jetzt, indem mehr Konkurrenz auf den Markt kommt, natürlich vom Preis auch dementsprechend runtergehen. Oder er least sie einfach über einen gewissen Zeitraum, also mietet die Brille. Wir arbeiten immer 12 Monate mit unseren Spielern zusammen und da gibt es Top-Leasing-Pakete, die auch 12 Monate laufen. Okay, kannst du da mal nur so ungefähr sagen, also reden wir da jetzt über 300 Euro im Monat oder 30 Euro im Monat, wenn ich mir so eine Brille lease? Also eine Brille leasen bei 12 Monaten rund 20 Euro im Monat. Ah, okay, gut, dann stark. Ja. Glaube ich, ist es auch also umsetzbar machbar. Genau, ja, okay.
Alex, ich frage vor allem auch deshalb, weil wir ja schon immer wieder für uns auch sagen, hey, du kannst auch sehr effektives, gutes Training mit einfacher Ausrüstung machen. Wie passt das für dich jetzt zusammen? Also ich finde den Preis mega fair und mir ist jetzt gerade auch noch in eure Diskussion eingefallen. Dan Abrahams heißt er, glaube ich, ein Sportpsychologe, hat auch mal so ein ganz interessantes Zitat fallen lassen. So, was ist der Unterschied zwischen einem Jugendspieler und einem Profi? Ja, der Profi, der macht halt einfach pro Minute wesentlich mehr Shoulder-Scans. Also so eine brutal wichtige Fähigkeit, um einfach auch auf Top-Niveau bestehen zu können. Und wie ich es jetzt auch verstanden habe, ist das ja auch ein Punkt, der mit der Brille trainiert wird, auch mit der Matte, wo wir dann später noch, mit dem Circle, wo wir nachher auch noch dran arbeiten. Und von daher sind es für mich brutal wichtige Fähigkeiten, die man so einfach auch gezielt trainieren kann, mit einem meiner Ansicht nach wirklich mehr als fairen Preis. Mhm. Tobi, kannst du vielleicht noch mal kurz runterbrechen, auch jetzt für die Trainer, für die Spieler, was sind so die 3, 4 Hauptvorteile oder Fähigkeiten, die ich jetzt mit der Brille dann wirklich trainiere, wenn ich damit arbeite? Also du arbeitest einerseits an deinem Scan-Timing, weil du musst im Spiel wissen, wann du dich umschauen kannst. Es ist nicht immer der Zeitpunkt da, dass du deine Umgebung abscannen kannst. Das ist wahnsinnig wichtig. Und da man ein Passplay richtig kreiert mit verschiedenen Passszenarien, dass du ein gutes Gefühl für das Scan-Timing bekommst. Dann geht es um die Scan-Frequenz. Wir wollen dich wirklich in den Weltklasse-Bereich bringen. Also okay. Alex hat es ja gerade schon... Schaffen wir das nachher jetzt in 15 Minuten Trainings? Bei dir nicht. Also wenn es einer schafft, dann ihr zwei. Ja. Sorry. Ja. Na, kein Problem. Da hast du ungefähr 6 bis 8 Scans im Schnitt in den 10 Sekunden, bevor der Spieler an den Ball kommt. Also das sind Weltklasse-Scan-Frequenzwerte und mit unserer Anwendung kommst du auch jemand in den Bereich. Das ist so der zweite Punkt. Dritter Punkt ist Analyse. Also du weißt genau, wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Schwächen und kannst das natürlich dann auch wieder bei euch jetzt zum Beispiel im 1:1-Training, wenn ihr arbeitet, kann man sowas auch super mit einbauen. Um den Bereich einfach sicherer werden zu lassen, der jetzt gerade auffällig ist. Das ist so der dritte Bereich. Und der vierte Bereich? Ja, der vierte Punkt natürlich, der extremst wichtig ist, Scanning zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Okay. Ihr müsst euch vorstellen, dass Spieler, die auf dem Platz Scanning trainieren wollen, natürlich ein gewisses Risiko gehen, wenn sie das Scanning noch nicht so gewöhnt sind. Das heißt, wann schaue ich weg, wie oft schaue ich weg? Es könnte dann im falschen Moment der Pass kommen. Ballverlust, ja. Schlechter erster Kontakt, was auch immer. Und das will sich natürlich kein Spieler im Training jetzt öfter zu Gemüte führen, in Anführungszeichen. Ja klar, weil es ja auch darum geht, wer spielt am Wochenende, ist ein enger Konkurrenzkampf, verstehe ich. Um eine Gewohnheit daraus werden zu lassen, brauche ich aber maximal viele Wiederholungen. In einer erst sicheren Umgebung und dann in einer progressiv fordernden Umgebung. Spannend, ja, auch aus dem Aspekt raus, stimmt, habe ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, klar. Bis das Ganze einfach intuitiver wird, weil am Anfang ist es bewusst, also so ist es auch auffällig bei unseren Spielern, die gehen ins Training und es ist ihnen bewusst, okay, ich muss mich mehr umschauen, die Wichtigkeit ist da, weil sie mit unserer Anwendung trainieren und irgendwann wird es intuitiver, irgendwann passiert es automatisch. Und du hast ja auch gesagt, letztlich dann so steigerbar, dass es eigentlich, Tobi, das war ja dein Punkt, dann über den Anforderungen im Originalspiel liegt. Ich glaube, da schaut Alex schon mit den Hufen, weil das ja letztlich auch so das was wir also immer ja wieder inhaltlich drin haben. Ein zentraler Gedanke bei unserem Trainingsansatz, das Training muss so komplex sein, damit das Spiel die Erholung ist. Und von daher finde ich das cool, ja, dass man sagt, isoliert wirklich Vollgas daran arbeiten, damit es nachher im Spiel dann easy going ist. Yes. Holen wir sie doch mal raus. Jetzt hast du hier den Koffer auf dem Schoß. Also die ganze Zeit schon hier parat liegen. So schaut sie aus. Okay, schon ein ganz schöner Apparat. Habt ihr da Erfahrung so, wenn die jemand aufhat? Fühlt sich da jeder damit wohl oder gibt es auch Spieler, die da am Anfang gleich sagen, oh Gott, was ist denn das? Oder so? Hat man jetzt tatsächlich noch nicht, dass sich da einer unwohl fühlt, weil du natürlich in eine virtuelle Welt eintauchst und erstmal von deinen Eindrücken her geflasht und gefesselt bist. Von dem her ist auch, kannst du ja mal selber halten. Sehr gerne. Es geht, die kannst du hier richtig gut am Kopf fixieren, von dem her das Mehrgewicht macht sich gar nicht so bemerkbar und dementsprechend kannst du eigentlich top damit trainieren. Ich hätte dazu eine Frage und zwar, gibt es, bevor man die Virtual Reality Brille nutzt, irgendwelche Voraussetzungen, was das visuelle System erfüllen muss? Wird das räumliche Sehen im Vorfeld gecheckt, irgendwie dominantes Auge, Sehschärfe? Oder wie sieht's damit aus? Also die Linsen kannst du mit anpassen. Das ist das, was die Hardware hergibt. Also wenn du den wegnimmst, dann kannst du jetzt manuell
je nachdem, wie weit deine Augen auseinander liegen, kannst du die Distanz verringern oder vergrößern. Mhm. So kannst du mal mehr Sehschärfe stattfinden lassen. Das also man kann quasi auch einen Refraktionsfehler hier ausgleichen damit, oder wie? Wenn ich jetzt irgendwie kurz weitsichtig bin, 100 Verkrümmung habe. Sowas findet noch nicht statt, wie gesagt, also es geht nur um die Augendistanz. Okay. Also man hat dann quasi eine Kontaktlinse auf und dann... Könnte es sogar mit der Brille benutzen, also es gibt so einen Aufsatz, der Brillenträgern dann die Brille erlaubt, in der Virtual Reality Brille sozusagen. Mhm. Von dem her kommt eigentlich jeder damit gut klar. Cool. Dürfen wir die nachher auch mal nutzen, oder? Ja, Video ist schon oben verlinkt, also wenn du dir jetzt gleich anschauen willst, wie wir mit der Brille arbeiten, dann switch gerne mal rüber. Letzte Frage vielleicht von meiner Seite zur Brille noch. Wie schnell kann ich Effekte erwarten, wenn ich trainiere? Also unsere Spieler berichten nach etwa 2 bis 3 Wochen, wenn sie regelmäßig damit trainieren, regelmäßig heißt bei uns 3 bis 4 Mal die Woche, dass sie auf dem Platz in der Orientierungsfähigkeit und im Scanning besser werden, besser scannen 360 Grad und schneller wahrnehmen. Und dass es eine Gewohnheit wird. Genau. Ja. Stark. Okay, wenn ich jetzt damit anfangen will, weil ich jetzt dieses Video gucke und sage, hey, das ist cool, wo kann ich mir da mehr Infos holen, dann gehe ich einfach zu euch auf die Seite? Oder? Exakt. Gehst du uns auf die Seite und nimmst Kontakt zu uns auf. Haben wir natürlich unten verlinkt. Exakt, ja. Sehr gut. Also von dem her, wenn dich das Thema interessiert... Wollte ich schon immer mal machen, oder? Wenn dich das Thema interessiert, dann check auf jeden Fall den Link unten und schau dir alles zum Thema Virtual Reality an oder natürlich unser Übungsvideo. Und Alex, hast du noch irgendwie in Richtung Virtual Reality eine Frage? Boah, nee, ich bin einfach ultra gespannt, jetzt das Tool mal auszuprobieren. Sehr gut. Und als Überleitung habe ich mir natürlich eine ganz besondere Frage überlegt. Kann man mit der Brille auch auf dem Circle trainieren? Also den Circle kann man gut als Unterlage für die Brille hernehmen, weil du brauchst für eine Virtual Reality Brille immer einen sozusagen einen Spielbereich und der matcht perfekt mit dem Circle. Ach, von dem her. Mensch. Passt es eigentlich optimal übereinander. Okay. Aber du siehst den Circle halt immer. Dann, ja, okay. Nee, weil damit sind wir dann eigentlich schon mitten im Circle drin und ich würde gerne mal auf den First Touch zu sprechen kommen. Also erst gerne mal wieder so inhaltlich und das Warum. Ist der so wichtig aus eurer Sicht, dass man eine eigene Matte bauen muss? Definitiv ist der so wichtig, dass man eine eigene Matte bauen muss oder einen Circle, weil jede Fußballaktion beginnt mit dem ersten Kontakt. Und jede Anschlussaktion hängt krass signifikant in der Qualität davon ab, wie gut oder schlecht war mein erster Kontakt. Oh ja. Die Spielgeschwindigkeit hängt extrem damit zusammen, wie gut oder schlecht war mein erster Kontakt. Und der erste Kontakt ist so ein bisschen in der jüngeren Geschichte des deutschen Fußballs mit Ballan- und Mitnahme so verwaschen in der Sprache ausgedrückt, dass es eigentlich gar nicht gezielt nur um diesen ersten Kontakt ging. Und das war eigentlich so mit einer der Punkte, warum wir gesagt haben, wir brauchen mehr Fokus auf den ersten Kontakt. Der ist so wichtig, das ist eigentlich das Elementarteilchen des Ballbesitzspiels. Und der muss eine größere Rolle spielen in der Ausbildung und in der Entwicklung. Stark. Und dann habt ihr euch gedacht, jetzt suchen wir uns jemanden, der uns so eine Matte designen und umsetzen kann, produzieren kann letztlich und bauen dann Übungen dazu, die man dann machen kann, um seinen ersten Kontakt zu verbessern. Oder ich versuche nur so zu verstehen, wie euer Gedankengang war damals. Ungefähr so. Wir haben eine Analyse gemacht, eine Benchmark-Analyse hinsichtlich des ersten Kontakts, ähnlich wie auch beim Scanning. Also es ist ja eng miteinander verwoben. Der ganze Loop endet ja dann quasi im Ballbesitz mit dem ersten Kontakt. Und haben uns da angeschaut, was machen die Weltklasse-Spieler anders und wie schauen die Distanzen aus und was bedeutet ein enger erster Kontakt, was bedeutet ein weiter erster Kontakt, was bedeutet ein sichernder und so weiter, und haben dahingehend ein Konzept entwickelt und aus diesem Konzept ist dann eigentlich die Struktur und das Muster vom Circle entstanden. Und erst dann haben wir uns auf den Weg begeben und gesagt, jetzt, wie kann man das Ganze in die Realität bringen, als Trainingstool. Für euch war es einfach so ein bisschen, dass ihr so geschaut habt, hey, wie kann ich Spielern maximal weiterhelfen, was stelle ich bei Profis fest, was die besonders gut machen und wo hat die breite Masse einfach noch Probleme oder wo können sich selbst richtig gute Spieler noch mehr verbessern, um wirklich Peak Performance zu erreichen. Genau, bei uns geht es eigentlich immer darum, was verlangt das Spiel von dem Spieler, und das Spiel verlangt, dass der Spieler in alle 360 Grad Richtungen in verschiedenen Tiefen präzise und schnell den Ball mitnehmen kann.
Und das ist eigentlich die Grundlage von unserem Konzept. Und da haben wir eine Skill-Landkarte geschaffen, wo er Zielräume mitbekommt. Mhm. Und die muss er schnell und präzise abspielen können, auch unter Stress. Mhm. Stark. Und Tobi, da gibt es jetzt eine Trainingsanwendung per App auch dazu, wo ich dann Übungen für euren Circle trainieren kann letztlich. Genau, die App hilft dem Spieler, ein Fundament zu entwickeln im ersten Kontakt. Also es sind 10 Levels, die er durchläuft. Und wir nennen so den Führerschein im ersten Kontakt, den er da bekommt. Stark, ja, gut. Und, ja. Das ist cool. Also auch so ein bisschen Gamification drin mit unterschiedlichen Leveln und du durchläufst es dann und hast dann irgendwie so den Skill, jetzt habe ich alles durchlaufen. Okay. Genau, jetzt habe ich mal so eine Basis. Also erster Kontakt ist ja ein karrierebegleitender Prozess. Da kannst du halt irgendwann einfach damit aufhören, sondern das ist ein tägliches Handwerkszeug. Schöner Begriff. Karrierebegleitender Prozess. Ja, ist ja. Also ja, natürlich ist so. Trifft sehr gut. Ja. Fußballer, ja. Sind extrem wichtige Dinge, die entschieden werden durch den ersten Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Und der Circle ist jetzt aber im Unterschied zur Brille schon eher zugänglich auch für jemanden, der gleich sagt, okay, ich möchte mir den jetzt holen, ich möchte mir den bestellen, dann wird der heimgeliefert und letztlich, was empfiehlt ihr so als Untergrund? Kann ich das drin machen, draußen machen oder? Spielt keine Rolle, kann man drin machen, kann man draußen machen. Wir brauchen einen harten Untergrund am besten, wo man gut drauf trainieren kann und dann ist überall möglich. Alex, wäre vielleicht auch, wenn ich jetzt an die ein oder andere Übung denke im Soccer Kinetics Trainingspaket und ich denke dran, so dass ich visuell, kognitiv, koordinativ steigere systematisch, könnte das eine weitere Herausforderung sein, die man einbauen könnte? Klar, definitiv. Ja. Also bietet zig verschiedene Möglichkeiten. Ich schiele schon die ganze Zeit immer mal wieder rüber und bin ja auch sehr, sehr gespannt, damit zu trainieren. Im Endeffekt wäre das schon auch was ich auch immer häufig denke, so bei so Sachen, wo wir machen, hey, wenn ich irgendwie 6-7 Jahre zurückdenke, wo ich ja, oder auch 8-9 Jahre, wo ich ja irgendwie alles das, was wir so hier machen, selber auch gemacht habe, dann wäre es mit Sicherheit auch so was, wo ich mir überlegen würde, hey, ist interessant, ich schaue es mir an. Kann es mir weiterhelfen? Vom Gefühl her auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sage ich auch immer, oder sagen wir auch immer, ein richtig geiles Training kann auch mit ganz, ganz wenig Equipment oder ohne Equipment stattfinden, 100%. Aber ich finde, wenn man sich was holt und einfach auch merkt, hey, genau in diesem Bereich, erster Kontakt, schnelle Entscheidung finden, da brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall ein spannendes Tool. Aber ich freue mich jetzt auch, das dann gleich mal auszuprobieren. Sehr gut. Eine wichtige Sache möchte ich da noch zu ergänzen. Und zwar, warum haben wir das in Zonen einteilt und warum das Ganze optisch so gestaltet, wie es ist? Der Spieler bekommt halt direkt ein optisches Feedback, habe ich den Zielraum erreicht oder nicht? Und das gerade im Bewegungslernen extrem, extrem wichtig für den Lernerfolg und für eine Entwicklung. Und bietet natürlich auch eine gute intrinsische Motivation, weil die Spieler wollen unbedingt den Raum sauber und präzise bespielen und dementsprechend brauchen die gar keine Meinung von außen, um zu sehen, hey, war das jetzt ein guter erster Kontakt oder war es ein schlechter erster Kontakt, was man häufig auf dem Spielfeld dann hat. Da sagt dann der Trainer, wenn der Ball ein bisschen weiter wegspringt, konzentrier dich mal, ohne dann aber richtig dem Spieler vermitteln zu können auch, weil es der Untergrund ja nicht hergibt, was will ich denn jetzt eigentlich genau haben? Oder es kann auch sein, das Spiel täuscht, weil vielleicht der Spieler besonders schnell ist oder dann eben noch eine gute Anschlussaktion nimmt, um seinen schlechten ersten Kontakt zu kaschieren. Ja. Und hier habe ich halt ein direktes Feedback, wo der Spieler trotzdem sehen kann, okay, mein erster Kontakt ist nicht gut. Selbst wenn man sich die Top-Spieler anschaut, die haben alle ihre Schokoladen-ersten Kontakte. Und was wir machen, ist erstmal eine Landkarte ausbilden und dann vielfältig diese Landkarte, diese Zielräume bespielen. Also so hat er schon mal ein ganz anderes Fundament in seinem ersten Kontakt, um Räume bespielen zu können. Was ich ganz spannend fand, Benni, ist, dass du gesagt hast, ihr versucht, dieses Loop zu kreieren. Also erst kommt dieser Scanning-Prozess, dann kommt der First Touch und jetzt sehe ich uns total im Spiel, weil danach macht der Spieler ja irgendwas. Er passt, er dribbelt oder er schießt. Und wenn du in unser Trainingspaket schaust, dann sind das letztlich die drei Bereiche, die wir versuchen, mit neurozentrierten Elementen zu erweitern. Also letztlich sehe ich es als Ergänzung, um das Loop eigentlich vollends zu schließen, nämlich mit einer Anschlussaktion. Ja, absolut. Also es passt perfekt zusammen. Ja. Im Endeffekt geht es darum, Informationen aufnehmen, Informationen interpretieren und verarbeiten, Entscheidung treffen, erster Kontakt, Anschlussaktion. Und alles bedingt sich ja irgendwie gegenseitig. Genau. Weil der erste Kontakt wird natürlich anders, wenn ich ins Dribbling gehe oder wenn ich passen will oder wenn ich schießen will. Ja. Und dementsprechend schaut die Positionierung anders aus und beeinflusst alles, also beeinflusst von beiden Richtungen. Ja,
Plus natürlich, Alex, die Bonusbereiche, wenn ich jetzt gedanklich im Trainingspaket bleibe, Thema Movement-Kompetenzen, Thema Gleichgewicht, was natürlich... Wobei auch da die Jungs, ich habe mir gestern eure Website noch angeschaut, ihr sagt ja auch Reha-Athletik-Bereich hier, ich kann mit den Farben arbeiten, Bewegungslandkarte hast du schon angesprochen, externer Bewegungsfokus, Aufmerksamkeitsfokus, um da irgendwie ja, bestimmte Übungen zu machen. Also sehe ich schon auch ähnlich wie du, Simon, viele, viele Schnittstellen auf jeden Fall. Sehr gut. Vielen, vielen Dank schon mal für diesen ersten Teil. Ich glaube, ihr habt einen sehr guten Eindruck bekommen, was da möglicherweise im Kommen ist jetzt in dieser Konstellation mit Virtual Reality, mit allem, was zum First Touch gehört und natürlich Soccer Kinetics, Dribbeln, Passen, Schießen, Gleichgewicht, Movement, alles war mit drin. Und wir haben, glaube ich, tierisch Bock jetzt mal in der Praxis auszuchecken, was geht. Von dem her, bleib gerne dran, schau dir Teil 2 an und wenn er noch nicht draußen ist, dann abonniere gerne den Kanal, um auf keinen Fall zu verpassen, wenn Teil 2 rauskommt. Vielen Dank euch schon mal. Bis hierhin und dann sehen wir uns gleich drüben auf dem Platz.